Einen wunderschönen guten Abend, hier ist die Kiria und es geht weiter mit meiner Adventslesung von Gabriel Barellis Honigmond mit Teil 8. Ich esse gern. Der zweite fundamentale Erkenntnissatz meines Lebens. Ich esse gerne. Natürlich ist das nicht der letzte Schritt auf dem Weg zur vollendeten Persönlichkeit, aber ganz sicher einer der wichtigsten. Das Schuld- und Sühne-Kapitel, das einige schwarz gekleidete Herren seit 2000 Jahren über diesen Erdball ausgekippt haben, ist ja Gott sei Dank langsam dabei auszutrocknen. Aber ist es nicht eigenartig, dass man immer noch von einem kleinen Blitz durchzuckt wird, wenn man sich zu der bekennt, die man ist? Immer noch klingen pawlowsche Reflexglocken, wenn das denkende Abendländerhirn sein Leben endlich einmal zu genießen beginnt. Warum ist das so? Ganz einfach, weil sie versucht haben, uns auseinanderzureißen. Sie haben 2000 Jahre lang versucht, die Impulse der Freude, der Lust, der Verspieltheit, der Unbekümmertheit, der Liebesfähigkeit zu zerstampfen und uns dafür Schuldgefühle einzupflanzen. Nichts Neues, ich weiß, aber für jeden Einzelnen von uns ist es immer wieder neu und jeden Morgen beim Biss in die mit Honig vollgestopfte Buttersemmel ist ein winziges Schuldecho dabei, das uns Genuss als Sünde erleben lässt. Bei jeder durchtanzten Nacht an einem vom Vollmond beschienenen Strand tanzt der Zeigefinger des Kopfwehs mit. Bei jedem Griff unter die Bettdecke weint das kleine Jesulein. Kein Spaß, es weint bittere Tränen. Meine Großmutter hat es mir sogar bewiesen. Ich war 12 Jahre alt und lag in meinem Bett. Es war kurz vor Ostern. Das weiß ich deswegen noch so genau, weil die Forsythien voll aufgeblüht waren. Na gut, ich liege also im Bett und denke an den Liebesfilm, der an diesem Abend im Fernsehen gelaufen ist und spiele zwischen meinen Beinen herum. Eine halbe Stunde, nachdem ich mich hingelegt habe, geht die Türe noch einmal auf und meine Großmutter kommt an mein Bett. »Ich wollte dir noch einen Gute-Nacht-Kuss geben«, hat sie gesagt und sich über mich gebeugt. »Gute Nacht, Großmutter«, habe ich gesagt. »Gute Nacht, Linda.« »Linda?« »Ja, Großmutter.« »Hast du deine Hand wieder unter der Bettdecke gehabt?« »Nein, Großmutter.« »Du sollst nicht lügen.« »Ja, Großmutter.« »Du weißt, dass das kleine Jesulein sehr traurig wird und weinen muss, wenn du dich da unten anfasst.« »Aber Großmutter...« »Nein, nein, hör auf damit.« »Ist gut, Großmutter.« »Also gute Nacht, Linda.« »Gute Nacht, Großmutter.« Sie schloss die Türe wieder hinter sich und ich steckte meine Hand wieder unter die Decke und rieb mich noch lustvoller und tiefer und plötzlich begann es zu regnen. Es begann plötzlich prasselnd zu schütten, als wären tausend Duschen über Duschen in unserem Haus aufgedreht worden. Die Türe öffnete sich und sie steckte ihren Kopf wieder ins Zimmer. »Siehst du, Linda, das kommt davon. So sehr hat das kleine Jesulein noch nie geweint.« »Entschuldigung.« »Entschuldige dich nicht bei mir, entschuldige dich bei ihm für deine Sünden.« »Ist gut.« Sie zog die Tür ein zweites Mal zu und ließ mich mit meiner Verfehlung allein. Tja, so war das. Da lag ich dann in der Dunkelheit und lauschte seinen Tränen. Ein bisschen hysterisch ist er schon, dachte ich mir, wegen meiner kleinen Muschi so einen Zirkus aufzuziehen. Aber na gut, wenn meine Sünde wirklich so groß ist, so groß, aber halt, vielleicht war ich dann nicht alleine. Vielleicht waren noch andere Sünder am Werk. Vielleicht waren es Sammeltränen, die er kollektiv über alle sündigen kleinen und großen Mädchen ausschüttete. Vielleicht regnet es überhaupt nur so viele seiner Tränen, weil ein Kloster in der Nähe war. Er ist ja ein Bigamist, nicht? Und da musste er weinen, weil sein ganzer Harem jetzt wahrscheinlich dabei war, die Hand unter die Decke zu schieben. Und jede Nonne ist ja eine Frau, die mit Jesus verlobt ist. So ist es. Ja, so ist es. Wenn eine Novizin zur Nonne erklärt wird, dann ist sie eine Braut Jesu. Und er ist ihr geliebter Bräutigam. Also ist er ein Bigamist. All die vielen schwarz verhängten Mädchen mit ihrer grauen Haut und den schmalen Lippen und den flachen Schuhen, die seine Bräute sind und sich ein Leben lang ihren Liebsten mit tausenden anderen Mädchen teilen müssen. Das ist nicht lustig. Jede Nacht liegen zehntausende Jesu-Bräute in ihren schmalen Betten
und blicken auf das Kreuz an der Wand und verzehren sich vor Sehnsucht nach ihrem Bräutigam, rein spirituell natürlich. Und da kann es schon mal vorkommen, dass der einen oder anderen Sünderin die Hand zwischen die weichen Oberschenkel gleitet auf der Suche nach einer verlorenen Rosenkranzperle. Und da bricht es aus ihm natürlich heraus. Die Trauer, die tiefe Trauer über die Verfehlung einer seiner Angelobten. Ich verstehe das. Oder vielleicht ist auch das eine Fehlinterpretation. Vielleicht ist er nicht über die Berührung traurig, sondern darüber, dass er nicht bei all seinen Liebsten gleichzeitig sein kann, weil der Himmel so weit weg ist, in dem er es sich gut gehen lässt, während sich hunderttausende Mädchen in ihren schmalen Betten nach ihm verzehren. Das scheint mir realistischer, nicht? Es muss aber auch wirklich schrecklich sein. Da hat man schon einmal den erhöhten Aussichtspunkt über das, was sich jedermann im tiefsten Inneren wünscht, über einen unüberschaubaren Harem, der einen inbrünstig anbetet und sich nichts mehr wünscht als eine persönliche Begegnung, und man kann nicht hinunter. Das ist bei genauer Betrachtung ganz sicher der eigentliche Grund für die vielen Tränen. Na gut, aber das war nicht mein Problem in dieser Nacht, im Gegenteil. Ich war froh, dass dieser Gedankengang mich endlich zu der Erkenntnis gebracht hatte, dass ich ja gar nicht gemeint war, wenn er zu weinen begann, sondern seine überspannten Familienverhältnisse. Beruhigt fing ich wieder an, mich zu strecken und mich zu streicheln und schlief danach ruhig und zufrieden zu dem Geräusch der Tropfen, die auf mein Fensterbrett schlugen, ein. Es gelingt mir leider nicht immer, mit derartigen logischen Gedankengängen die wahren Inhalte hinter den Masken der Kultur zu entlarven. Aber was soll's? Jeder ist seines Glückes Schmied, und die Einsicht jener Nacht hatte zwar mir persönlich einen kleinen Erleichterungsschub gebracht, aber am Prinzip nichts daran geändert, dass wir die freudloseste und lustfeindlichste Kultur haben, die es auf diesem Planeten je gegeben hat. Wie soll man sich denn auch von diesem Echo befreien, wenn jeder Schritt, jede Tat, die dazu dient, diesen Ballast abzuwerfen, ja schon wieder nicht lustvoll geschehen kann, sondern in erster Linie aus Trotz? Es ist ja nicht so, dass man den Seelendruck, den sie auf uns gehäuft haben, einfach abwirft und dann befreit weiterwandert. Nein, man wirft ihn vielleicht hier und da in ekstatischen Momenten von den Schultern, genießt kurz sein Leben, geht noch ein bis zwei Tage relativ unbeschwert seinen Weg, und am dritten Tag wird man wieder eingeholt von der Erziehung zur Lebensverneinung. Und das Spiel beginnt von vorn. 90% der Geistesenergie muss darauf verschwendet werden, dem Wiederauftauchen der Schuldgefühle sofort eine Absage zu erteilen. Und so ist man als denkender Mensch in sich selbst ununterbrochen an der Front und kämpft, nur um einmal das ABC des Lebens ungestört zu buchstabieren. Ungestört, so wie es gemeint ist, frei von Angst und frei von Schuld, sich zu freuen. Sich zu freuen, dass man atmen, leben und lieben kann. So einfach wäre es. So einfach müsste es sein. Aber leider werden wir noch ein paar Generationen darauf verschwenden müssen, bis wir ohne Irritation gerne bumsen und ohne Irritation gerne essen können. Das Problem der Fettleibigkeit zum Beispiel wird dann von selbst verschwinden. Die Fettleibigkeit ist ja auch nur das Ergebnis der als oberstes Menschenziel angepriesenen Askese. Kein eingeborenen Stamm der Welt, der noch Sonnengott und Mondgott verehrt und bumst, was das Zeug hält, wenn Vollmond herrscht, kennt das Problem der Fettleibigkeit. Fettleibigkeit kann ja nur entstehen, wenn ich die Nahrungsaufnahme durch verblödetes Fasten und Askesevorschläge zu einer unnatürlichen Sache hochstilisiere. Jeder gesunde, unbeeinflusste Körper würde nur so viel essen, wie er braucht, um satt zu sein. Weil wir aber seit Thomas von Aquin Verzicht als eines unserer größten Geistesgüter pflegen, bewusst oder unbewusst, schämt sich der Mensch bei jedem Stück guten Kuchens, das er bekommt. Entweder hört er auf zu essen und versagt sich so den Genuss, bis er vor Gier platzt und 3 Stück Kuchen zu viel isst. Oder aber er isst gleich 3 Stück, um sich selbst zu beweisen, dass er tun und lassen kann, was er will. Das Ergebnis dieser unfreien Handlungsweise ist Fettleibigkeit. Der langen Rede kurzer Sinn, wir haben nichts gelernt. Nichts, was man zur Existenz als Mensch braucht, hat man uns beigebracht. Im Gegenteil. Die natürlich angelegten grundlegenden Regeln des Menschseins werden so lange verbogen und pervertiert,
bis nur noch dicke, fettleibige Menschen übrig bleiben, die im Bahnhofsviertel in Peepshows gehen, wenn sie Lust erleben wollen, oder im Gegenzug übertrainierte Muskelasketen, die mit panikverzerrtem Blick durch die ozonverseuchte Luft taumeln, um aus ihrem Körper das letzte Restchen Natürlichkeit herauszuputschen. Eine Welt von Krüppeln an Geist und Seele ist das Ergebnis 2000-jähriger Aufbauarbeit des Satans. Dies ist die Wahrheit, und mit diesem Satz im Kopf beugte ich mich über die Speisekarte. In der Zwischenzeit waren wir nämlich schon lange am See angelangt, an meinem Lieblingssee, der eine halbe Stunde vor den Toren meiner Stadt liegt und an dessen Ufer eines der besten und angenehmsten Restaurants zu finden ist. Dieses Restaurant ist ein Reservat des Heidentums, und das ist es wahrscheinlich geblieben, weil es etwas abseits liegt. Das ist, was man einen Geheimtipp nennt. An den anderen Seen der Umgebung ist es auch lauter. Dort gibt es große Parkplätze und Tennishallen mit Saftbars, und tausende Menschen quellen jedes Wochenende aus der Stadt wie aus einer Zahnpastatube, auf die man versehentlich draufgetreten ist, und verschmieren dort die Landschaft mit ihren neonfarbigen Kampfanzügen im Krieg gegen das Wohlbefinden. Hier in meinem Lieblingsrestaurant an meinem Lieblingssee war das nicht so. Die Bucht, an der das Haus lag, war etwas zu klein, um tausende Menschen zu beherbergen, und auf dem Parkplatz hinter dem Hotel hatten höchstens 40 Autos Platz. Das Ganze war nämlich ein Hotelrestaurant, um genau zu sein. Früher einmal muss es eine Frühstückspension gewesen sein, und jetzt ist es ein Hotelrestaurant geworden. Die Dinge entwickeln sich eben. Aber diesem Ort der Kraft ist es Gott sei Dank gelungen, sich in einer altmodisch entspannten Weise zu entwickeln, die wohltuend ist. Familien und Liebespaare, das sind die meistvertretenen Gäste an diesem Ort. Liebespaare, die wahrscheinlich hier einmal als Familien landen werden. Und Familien, die immer wieder hierher kommen, um den Ort zu feiern, an dem sie einmal als Liebespaare begonnen hatten. Das Haus sieht aus wie ein sehr großes einstöckiges Bauernhaus. Weiß getünchte Mauern, auf denen ein Stockwerk liegt, das außen mit dunkelbraunem Holz verschalt ist. Und vor den Fenstern im ersten Stock läuft ein altmodischer Holzbalkon rund um das ganze Haus, von dem aus man eigentlich in jedes Zimmer sehen könnte, wenn da nicht die grünen Holzjalousien wären. Vor jedem Fenster und vor jeder Balkontüre schwingen grün gestrichene Holzjalousien auf, und so können neugierige Nachbarn nicht sehen, was sich in den Zimmern so tut. Komisch. Ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen, Voyeur zu sein an diesem Ort. Durch eine eigenartige Übereinstimmung hat man hier das Gefühl, eine große Familie zu sein, in der jeder den anderen leben lässt und keiner daran denkt, den Nächsten zu stören. Das Resonanzgesetz, sage ich nur. Das Resonanzgesetz, das besagt, dass Gleiches von Gleichem angezogen wird. Paracelsus hatte auch nach diesem Prinzip gearbeitet, nachdem Kälte mit Kälte geheilt wird und nicht mit Hitze. Nach jedem verfrorenen Winterspaziergang die Hände intensiv mit Schnee abreiben, wärmt sie besser als direkte Hitze, die nur Schmerzen hervorruft. Aber ich bin nämlich eine Arzttochter, und da saugt man so etwas mit der Muttermilch ein, sozusagen. Aber wie auch immer, das Resonanzgesetz sorgt an diesem Ort dafür, dass er ein hermetischer Ort bleibt, der Menschen, die einen anderen Rhythmus haben, gar nicht erst anzieht. Und diejenigen, denen es hier gefällt, bringen auch wiederum nur Menschen hierher, von denen sie wissen, dass sie mit dieser Aura des Friedens und der Lust, die hier herrscht, glücklich sein können. Es ist nahezu ausgeschlossen, dass hier eine Gruppe von Hells Angels die Füße auf die Tische donnert und ein mitgebrachtes Fass Bier anzapft, um es einmal etwas derb zu formulieren. Auf der Terrasse dieses Hauses saßen wir nun und überlegten, was wir bestellen sollten. Es ist eigentlich keine richtige Terrasse im klassischen Sinn, sondern von der Hausmauer weg ist ungefähr 5-6 Meter weit Kies aufgestreut, und auf diesem Kies stehen die Tische locker gruppiert. Es sind die übrig gebliebenen Holztische, die man früher überall in den alten Landgasthäusern hatte. Ich meine diese Tische mit den dunkelgrün lackierten Holzbrettern, auf denen die Tischfläche zusammengesetzt ist. Diese Art von Tisch ist es, an dem 4 Menschen Platz haben und die man zusammenstellen muss, wenn eine große Gesellschaft Spaß haben möchte.
Direkt an der Hauswand, von der man auf den See blicken kann, ist in derselben dunkelgrün lackierten Bauart eine lange, lange Holzbank angebracht, vor der 4 bis 5 Tische stehen, und dort liegen auch flache Kissen zum Draufsitzen, und das sind natürlich die beliebtesten Plätze. Und dort saßen wir an diesem Abend und bestellten uns als erstes eine hausgemachte Fischsuppe. Von diesen Plätzen hat man den schönsten Blick über den See. Man sitzt mit dem Rücken zum Haus und spürt die Wände noch von der Tagessonne strahlen, und weit draußen am See kreisen 2 Möwen auf der Suche nach unvorsichtigen Jungfischen. Am gegenüberliegenden Ufer, das sind circa 5 bis 6 Kilometer weit entfernt, sieht man ganz winzige Lichter von einer Ortschaft leuchten, und den Abschluss dieser Postkarte bilden hohe, breite Berge, an denen man ablesen kann, wie das Wetter am nächsten Tag wird. Ich habe diese Kunst von einem Bauern gelernt, der gleich neben dem Hotel seinen Hof hat. Es ist nämlich nicht so, dass glasklar daliegende Berge ein Zeichen für schön Wetter sind. Oh nein, weit gefehlt. Leichter Dunst muss sie umgeben, dann wird es schön. Leichter blaugrauer Dunst muss sie unwirklich erscheinen lassen. Dann strahlt am nächsten Tag die Sonne. Keine Ahnung, warum das so ist, aber der Bauer hat sich in dieser Prognose noch nie geirrt. Und so war ich sehr froh zu sehen, dass morgen wieder die Sonne scheinen würde. Am rechten Ufer des Sees war ein langgezogener Hügel, hinter dem jetzt die Sonne einen letzten Strahl hervorschleuderte und versank. Der Ober brachte uns die Fischsuppe und stellte sie vor uns hin. Sie war cremig und heiß, und einige kleine Wacholderbeeren schwammen wie dunkle Perlen in ihr. »Was möchten Sie als nächstes?«, fragte er. »Bestell du für uns. Du bist hier zu Hause«, sagte mein Liebster, und so bestellte ich eine Lachsforelle vom Rost mit Petersilienkartoffeln und heißer Butter für 2 Personen. »Darf ich Ihnen dann die gerösteten Mandelsplitter dazu empfehlen?«, sagte der Helfer der Sinnlichkeit, und als ich bejahte, begab er sich zurück in das Allerheiligste der Verwöhnung, in die große alte Küche, in der noch ein Riesenherd aus früheren Zeiten in der Mitte stand. So ein Riesending mit einer umlaufenden Messingstange, an der man Tücher aufhängen kann, oder Schöpflöffel. Wir saßen nebeneinander an der Hauswand und blickten über den See. »Was denkst du?«, fragte er. »Was ich denke?« »Ja.« »Ich denke«, sagte ich, »ich denke, wie lange wir wohl so voller Ruhe bleiben können. So voller Liebe.« »Warum diese merkwürdigen Sätze?« »Tja, warum? Weil ich hier beinahe schon einmal mit einem Mann gesessen wäre, um auf den See zu blicken.« »Stört dich das?« »Nein.« »Sicher nicht?« »Nein. Jetzt sitzt du mit mir hier.« »Ja.« »Warum bist du nie mit ihm hier gesessen?« »Weil es schiefgegangen ist.« »Verstehe.« Er sagte »verstehe« und drückte meine Hand und blickte wieder hinaus aufs Wasser. Ich war ihm dankbar, dass er nicht weiter fragte und bohrte, sondern vielleicht etwas ahnte und es dabei belassen konnte. »Ich verstehe es nicht, um ehrlich zu sein.« »Nein, ich verstehe es nicht. Habe es nie verstanden und werde es nie verstehen, wie das mit der Liebe ist. Wieso sie vorbeigehen kann, obwohl sie doch das ewigste Gefühl ist, das wir kennen. Im Moment, in dem wir es fühlen, ist das Leben ein ewiger Horizont, und doch tauchen plötzlich die Kampfflieger der Normalität auf und schießen die festeste Burg der Zärtlichkeit in Schutt und Asche. Vielleicht ist es das, was ich nicht verstehe, das in Schutt und Asche schießen, wenn etwas zu Ende geht. So weh es auch tut, vielleicht müssen wir akzeptieren, dass auch die Liebe eine organische Sache ist, wie alle organischen Sachen, geboren wird, Höhepunkte erreicht und abstirbt. Was ich nur nicht verstehen will und auch nie verstehen werde, ist, dass fast immer mit Hass endet, was so schön begonnen hat. Warum ist das so? Vielleicht, weil es bei einem von beiden früher begonnen hat, zu Ende zu gehen, und der andere sich betrogen fühlt um den gemeinsam erlebten Himmel und mit Wut darauf reagiert, dass es nicht mehr jeden Tag nach Rosen duftet. Vielleicht ist es das. Das grauenhafte Gefühl, zuzusehen, wie die Rose verblüht, macht uns ärgerlich und wütend.
Und das ist dann der Grund dafür, dass Menschen, die noch gestern eine Wohnung miteinander eingerichtet haben, heute mit Kettensägen das Ehebett und den alten Holztisch zersägen, weil der Scheidungsrichter gesagt hat, dass der Besitz zu gleichen Teilen geteilt werden soll. Ist es das? Muss es so sein? Kann es nicht anders sein? Ich habe mir so sehr gewünscht, dass die Trennungskunst eine genauso hochgeschätzte Kunst sein sollte wie die Liebeskunst. Ist es nicht möglich, dass sich die Wege schon auseinander bewegen? Ist es nicht möglich, wenn sich die Wege schon auseinander bewegen? Ist es nicht möglich, einander zum Freund zu werden und zumindest gelassen dem anderen und sich selbst zu helfen, wieder allein zu gehen? Der Schmerz des Verlassenseins steht dem im Wege, sagte mein Schutzengel in diesem Moment und legte seine heilenden Strahlen um mich, weil er spürte, dass ich drohte, melancholisch zu werden. Lass aus, sagte er zu mir und zeigte mir einen Vogel, der in einer der Birken am Seeufer dabei war, seinen Ruheplatz für die Nacht aufzuschlagen. Lass aus und mach es das nächste Mal besser. Das nächste Mal besser machen. Ja, das ist es, was ich mir immer wieder vorgenommen habe und doch nie wirklich geschafft habe. Einen Millimeter höchstens ist es mir gelungen, die klassischen Bahnen des Chaos zu verschieben, aber das ist auch schon genug, sagte mein strahlender Begleiter und lächelte mir zu. Ein Millimeter pro Leben ist genug. Wie soll ich da jemals weiterkommen? Fragte ich ungeduldig. Du hast noch viele Leben vor dir, sagte er lachend und wurde wieder unsichtbar. Typisch. Immer dieses Vertrösten auf später, dachte ich. Aber wer weiß, vielleicht hat er recht. Und irgendwann einmal, Äonen später, bin ich durch das irdische Tal der Irrtümer hindurch und werde auch ein Schutzengel, der. Genau, lachte seine Stimme durch Zeit und Raum und tropfte etwas Leichtigkeit in meine schweren Erinnerungen. Das Leben ist aber leider nicht ein eingetrockneter gelber Flusslauf hinter Akaba. Es dampft und pulsiert und widerspricht sich selbst. Es widerspricht sich selbst, das Leben. Und das ist eine seiner vornehmsten Tugenden, obwohl es als Charakterschwäche gebrandmarkt ist. Kaum ruht der Ball der Lebendigkeit an einem Ort und behauptet, von diesem Ort der einzige Ort im Universum zu sein, an dem man liegen könne, kommt ein Erdbeben und lässt den Ball weiterrollen, damit er in Bewegung bleibt und seiner Aufgabe gerecht wird, die im Rollen besteht. Warum nur immer diese Angst vor Veränderungen und Wachheit und Vielfältigkeit? Sicherheit. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Das ist das Hauptgebrüll, das in unserer Welt ein nicht endendes Echo hat. Und das größte Echo gibt es in den sogenannten Liebesbeziehungen. Dabei sollte doch lieben bedeuten, glücklich zu sein darüber, dass es dem geliebten Menschen gut geht. Ist das zu schlicht gedacht? Heißt das nicht allzu oft, ich möchte ja, dass es ihm gut geht, aber es soll ihm nur mit mir gut gehen und mit sonst niemandem? Ist das Liebe oder ist das Egoismus? Ist das Liebe oder ist das Besitzen wollen, einsperren wollen, Macht ausüben wollen? Ist die Steinzeit denn immer noch nicht vorbei? Mit all den Männern, die ich bis jetzt gekannt habe, war es dasselbe Spiel. Nein, nicht im üblichen Sinne. Es war nicht so, dass ich stumm daheim saß, während er nach einem Jahr der Zweisamkeit anfing, wieder herumzuschauen, ob andere Mütter nicht auch schöne Töchter haben. Nein, so klassisch war es nicht, dass ich ihn daheim erwartet habe mit dem hölzernen Kochlöffel in der Hand. Im Gegenteil. Nach der großen Liebe, in deren Erinnerung ich eben zu versinken drohte, habe ich das Loslassen geübt und habe die Männer loslassen wollen. Ehrlich, ich habe sie ganz einfach loslassen wollen, wenn es sie hinausgezogen hat in den großen dunklen Wald. Ganz einfach, weil ich gelernt hatte, dass es ja ohnehin keinen Sinn hat, den Wind in einen Beutel stecken zu wollen. Oder wie ein guter Freund einmal formuliert hat, keine Lawine lässt sich durch den Satz Achtung, da kommt eine Lawine in ihrer Bahn aufhalten. So weit, so gut. Da bin ich also gesessen und habe toleriert und interessanterweise relativ leichten Herzens. Ein Herz, das nur dadurch schwer geworden ist, dass sie trotzdem immer noch lügen mussten. Ich glaube, zu viel Freiheit ist ein größerer Schock als die Androhung von Gefangenschaft. Ich habe gesagt, Liebe und tu, was du willst. Und sie haben geliebt und getan, was sie wollten, und mir trotzdem vorgelogen, dass sie mir treu seien. Woran liegt das? Vielleicht
ein zu tief sitzendes Misstrauen gegen den Zauber der Ehrlichkeit. Vielleicht, weil die Ausritte aus der Burg nur dann Spaß machen, wenn sie verbotenerweise geschehen, wenn sie also Sünde sind. Wieder einmal stehen wir vor dem Phänomen der zwei Kuchenstücke zu viel. Da wir gelernt haben, dass alles Schöne verboten ist, wird der Anreiz durch das Verbot nur erhöht. Und dieser Anreiz fällt weg, wenn das Verbot wegfällt. Der Reiz des Verbotenen, ein bekannter Schlagsatz. Aber wie viel Reiz des Erlaubten geht dadurch verloren? Wie viele verdorbene Mägen könnten wir uns ersparen, wenn wir erlaubterweise langsam und gut kauend ein Stück Kuchen essen, Zeit haben, um zu genießen und dann leichten Herzens weiterwandern? Liegt es daran, dass wir den Druck brauchen, um uns von Sünde zu Sünde weiterzubewegen, wie eine Lokomotive den Druck in ihrem Kessel braucht, um ins Rollen zu kommen? Ist das nicht fürchterliche Zeitvergeudung? Bis man eines Tages wirklich so weit ist und sich weder von Zuckerbrot noch Peitsche beeindrucken lässt, dann ist man nämlich jenseits von Gut und Böse und nichts macht einem mehr Spaß. Das ist wie bei den Heiligen, die ihren Status bei genauer Betrachtung ja erst dann erreicht haben, wenn einem schon der Gedanke an Schokoladentorte Übelkeit verursacht. Na gut, sie müssen eben lügen, diese kleinen Sünder, dachte ich, und sagte einfach nur, aha, wenn er zu einem Nachtfischen mit Freunden aufbrach. Es war eigentlich alles ganz einfach. Er ging fischen, ich traf mich hier und da, um zu stricken. Nichts hätte reibungsloser laufen können als diese Ladies' Agreements. Aber nein, eines Tages fand er heraus, was die Wahrheit hinter meinen selbstgestrickten Pullovern war und drehte durch. Ich stand fassungslos in der Zimmermitte und sah dieser Michael Douglas-Imitation zu, die durch meine Wohnung tobte und alles zerkleinerte, was sich bewegen ließ. »Ich bringe ihn um! Ich bringe ihn um! Ich bringe euch beide um!« schrie er mit hochrotem Kopf, völlig unliterarisch, und steigerte sich in seine Raserei immer mehr hinein, je ruhiger ich im Auge des Taifuns dastand und zusah. Was bleibt ihm denn auch anderes übrig, wenn sie anfangen, männlich zu werden und Gegenstände zu zertrümmern? Das ist ja eine ihrer beliebtesten Übungen, wenn sie sich eigentlich als die Schuldigen fühlen und eine Möglichkeit gefunden haben, dieses Schuldgefühl auf ihre Liebste abzuwälzen. Nur nicht zu nahe kommen in solchen Momenten, ist meine Erfahrung, seit ich einmal Selbstprügel bezogen habe. Ich weiß jetzt, wie sich eine Vase fühlt, wenn sie von männlicher Hand vom Kaminsims geschleudert wird und in tausend Atome zerbricht. Einmal habe ich geglaubt, mitwüten zu müssen mit so einer Krone der Schöpfung. Das hat wehgetan. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es hat sehr wehgetan und ich habe lange gebraucht, nicht in völlige Männerhasserei zu verfallen nach diesem Punching-Ball-Erlebnis. Aber gut, zurück zur Wahrheit. Sie wird einfach nicht ertragen. Sie wird nicht als Erleichterung empfunden. Sie kann nicht gelebt werden. »Hältst du die Wahrheit aus?«, fragte ich meinen Geliebten, der in diesem Moment vom See zurückblickte und mich anlächelte. »Kommt darauf an.« »Vielleicht werde ich in Zukunft noch andere Männer lieben außer dir.« »Bist du denn wahnsinnig, Linda? Bist du völlig krank geworden? Waren zu viele Wacholderbeeren in deiner Fischsuppe? Oder ist es dir schon zu gut gegangen, dass du Eselin hinaus musst aufs Glatteis, um zu tanzen? Das sagt man nicht, das denkt man noch nicht einmal, am ersten Abend noch dazu. Du spinnst ja wohl völlig. Aber bitte, genau das ist ja auch nur ein Beweis für meine Theorie.« Es muss ja so aus einem herausplatzen, wenn man sich dauernd mit dem Thema beschäftigt und zur Einsicht gelangt ist, nie wieder in Lüge leben zu wollen. Sicher ist er der umwerfendste Mann, dem ich je begegnet bin. Zumindest ist er das immer noch an diesem ersten Tag. Aber morgen? Und gar übermorgen? Wie werden wir in 2 Jahren an diesem Tisch sitzen und auf die Forelle warten? Weiß man es? Möglich ist alles. Und ich will nie wieder in die verspiegelte Sackgasse der Sehnsucht hineinrasen. Und darum muss man alles auf den Tisch legen. Und aber Linda, doch nicht beim ersten gemeinsamen Abendessen, wo das Pflänzchen des Vertrauens doch eben erst Wurzeln schlägt. Das ist vorschnell und dumm und ich hoffe, dass du alles erlebst, was du willst und was dir gut tut. War das mein Schutzengel, der sich wieder einmal nicht zurückhalten kann? Oder war es mein geliebter Fremder, der das gesagt hatte? Nein, kein Schimmern an meiner Seite, kein Flügelrauschen. Der Sender aus dem Jenseits war nicht anzutreffen, obwohl mir bewusst war, dass er sicher atemlos lauschte.
Also war es der lebendige Mensch an meiner Seite, der das gesagt hatte. Ich hoffe, dass du alles erlebst, was dir gut tut, hatte er gesagt. Und er hatte es so gesagt, dass ich ihm glauben konnte, mit Ruhe und ohne Hast in der Stimme. Warum? Weil ich dich liebe. Wie kannst du das sagen? Was? Dass du mich liebst. Du sagst es ja auch. Ja, aber ich bin mir sicher. Ich auch. Nach so kurzer Zeit? Nach so kurzer Zeit. Er sah mir in die Augen und diese Augen lächelten mich durch 472 Jahre hindurch an und dann sagten wir nichts mehr, sondern saßen da und hielten uns an der Hand. Das war's für heute. Heute gab's keine schlüpfrigen Szenen.